Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar ist das die InStyle-Box. Die ist noch bei mir eingetroffen, wir sind jetzt gerade mitten im Umzugsstress. Aber komm, die wollte ich nochmal mit reinschieben. Somit ist das quasi jetzt hier, ich bin auch ganz sentimental, ne? Das letzte Video, was ich in diesem Raum drehe. Denn morgen kommt mein Papa vorbei mit seiner Frau und dann kommt alles hier nach oben. Also die Möbel hier sind im Prinzip schon leer. Ja, wenn ich mich so umgucke, sie sind schon leer. Es ist echt Wahnsinn. Egal. So, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Box reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die InStyle-Box ist eine Abo-Box, die... Ich heule ernsthaft, wie kann das denn? Ja, es tut mir voll leid, ich bin voll emotional hier gerade. Die erscheint viermal im Jahr, passend zu jeder Jahreszeit und man kann die im Abo bestellen oder halt immer einzeln sich bestellen, ne? Die kostet ab 27,95 pro Box und ja, erscheint halt dann alle 3 Monate. Ne? Hier haben wir jetzt die Sommeredition von 2022 und wir haben hier vor allem Beauty-Produkte drin, aber auch so Lifestyle-Artikel, manchmal so ein bisschen Fashion ist auch mit dabei. Und ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sich hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe InStyle-Boxen-Team. Und ja, ich verlose in diesem Video auch mal wieder was, oder? Ja, ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich brauche aber erstmal so ein bisschen Lippenpflege kurz zwischendrin, denn ich merke gerade, dass ich so ein bisschen sehr, sehr trockene Lippen habe. Ich bin ungeschminkt. Es sind, ja, 25 Grad draußen. Hier drin dementsprechend deutlich wärmer. Und ja, ne? Ich brauche immer wieder so ein paar Ruhepausen und ja, ich bin ganz, also wirklich total aufgeregt, wie das so wird, wenn ich dann oben quasi meine Filmeritis haben werde. Ja, der Raum ist halt jetzt fertig und so, ne? Hier kommt das Büro von meinem Freund dann rein, aber das wird noch ein bisschen gestrichen und so. Und ich freue mich voll. Also für mich ist es halt nochmal so ein kleiner Schritt im wahrsten Sinne des Wortes quasi nach oben, ne? Weil es ist ja eine Etage höher, aber im Prinzip halt so, keine Ahnung, ich habe gestartet vor 4 Jahren, da war ich, habe ich aus meinem Badezimmerschrank mit meinem Handy rausgefilmt und ey, jetzt mittlerweile, Leute, ne, bin ich dann in einem Zimmer, wo ich drehen werde, das ist riesig. Fliegt ein Flugzeug drüber. Ist wirklich riesig, ne? Und das ist einfach Luxus und das macht mich einfach unfassbar stolz. So, wir sind aber nicht hier, um quasi Labarababar zu machen. Doch ein Stück weit schon, oder? Ich möchte mal in die InStyle-Box reinschauen. Wir haben immer das gleiche Design von der Box, immer das gleiche Format. Und ich finde die immer ganz schön aufgebaut. Orientiert sich ja auch an dem InStyle-Magazin. Das heißt, man hat auch als Abonnent immer die Möglichkeit, sich ein E-Paper von dem InStyle-Magazin nochmal anzuschauen. Und ja, dann sieht das Ganze einmal so aus. Wir haben ein Klebe, der das Seidenpapier verschließt. Riecht, glaube ich, nach nichts jetzt. Nee, in letzter Zeit riecht einfach so die InStyle-Box nicht mehr wirklich nach irgendwas, ne? Hauptsächlich nach Papier tatsächlich. Und dann schauen wir mal hinein, was die InStyle-Box uns zu bieten hat. Und hier haben wir dann einmal den Flyer drin, da gucken wir gleich mal rein. Dann haben wir hier noch so ein Werbevieh und den Blick in die Box schon mal hinein. Übrigens werdet ihr dieses Video nicht als letztes Video von hier unten sehen. Ich bin ja manchmal ein bisschen verrückt, was so meine Filmablaufgeschichten angeht. Ne? Also das hier kommt dann wahrscheinlich am Samstag online, aber ein paar Videos habe ich tatsächlich ja noch, die dann, ne, so in petto brauche ich ja auch, die ich ja vorgedreht habe. Und ich bin mal gespannt, wie euch dann die neue Kulisse gefallen wird. Okay, also vor allem muss ich auch mal gucken, wie das mit Kamera und Licht und so funktioniert. Summer Edition habe ich hier das Heftchen. Und InStyle Wherever You Are. Genau, hier haben wir dann einmal das InStyle E-Paper nochmal aufgeführt. 3 Ausgaben InStyle E-Paper geschenkt. Also das ist dann quasi, ne, das, was man dann nochmal, was ich auch wieder technisch aufführen werde. Und hier haben wir wohl eine neue Chefredakteurin der InStyle, denn das ist die Sophie Grützner. Und vorher war das immer eine andere Dame. Ne? Und jetzt gucken wir einmal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Liebe InStyle-Fans, stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Hochsommer, flirrende Hitze, die Sonne senkt sich bereits, die Temperaturen aber nicht. Sie sitzen bei einem kühlen Drink draußen, ob auf dem heimischen Balkon, auf der Terrasse des Lieblingsitalieners oder an einer Strandbar im Urlaub.
Leichtigkeit und Ferienstimmung schwirren in der Luft. Auf ihrer gebräunten Haut schimmern die Perlmutt-Coins ihres neuen goldenen Lieblingsschmuckstücks von Piolet in zarten Regenbogenfarben, was ihnen ein Lächeln auf ihre Lippen im angesagten Newton, dank des Lipkits von der Beauty-Queen Kylie Jenner, zaubert. Zur Erfrischung geben sie auf ihr Gesicht das feuchtigkeitsspendende Spray von Sassy Beauty, das dezent nach Rosenblüten duftet. Sehen Sie es vor sich? Wunderbar, denn all die Zutaten dafür und noch mehr finden Sie in unserer Sommerbox. Nur den Drink müssen Sie sich selbst besorgen. Das kriegen wir hin. Wo habe ich denn hier? Da habe ich meinen Drink, ne? Wasser mit meiner wundervollen Magnesium-Tablette, damit mein Bauch hier nicht so weh tut. Wir wünschen Ihnen einen traumhaft schönen Sommer, wo auch immer Sie ihn verbringen. Herzlichst, Ihre Sophie Grützner. Vielen Dank, liebe Sophie. Ja, also Preise sind hier nicht aufgeführt, das suche ich euch aus dem Internet einfach mal raus, ne? Und ja, genau, da haben wir die einzelnen Produkte aufgeführt. Und genau, das hatte ich nämlich auch gelesen, wir haben hier tatsächlich auch einen Spoiler für die nächste Box, also für die Herbstbox. Und das kann ich euch mal vorlesen, denn wenn ihr Bock habt, die Box euch intensiver anzuschauen, habe ich euch die natürlich in der Infobox verlinkt. Box, ganz oft Box. Das erwartet sie in der nächsten Box. So viel können wir schon verraten. Die InStyleBox Fall Edition überrascht sie mit den Trends und Must-Haves für einen cozy für eine cozy Herbstsaison. Unter dem Motto Light Up the Dark erwartet sie eine Box, die die Farbe, Wärme und Licht in den manchmal doch sehr grauen Herbst bringt. Ja, guck, da bin ich auch mal gespannt. Also, ist da vielleicht eine Taschenlampe drin oder so? Man weiß es nicht so genau. Okay, ja, so. Jetzt schauen wir mal in die Box hinein. Wir haben ja schon angeteasert bekommen von Piolet, dass da was mit bei ist. Und das habe ich jetzt hier auch direkt. Das ist hier die 2149 Bracelet White Gloss Gold. Aha. Oh. Das sieht sehr schön aus. Solche Plättchen aus Perlmutt in Gold. Guck mal, das ist wirklich hübsch, ne? Da gucke ich mal. Ich hoffe, das ist eine Kette. Oh nee, es ist leider ein Armband. Schade, Schokolade. Dann wird es nicht bei mir bleiben, weil ich halt keine Armbänder trage, ne? Dafür bin ich einfach zu... Ja, wie soll ich das sagen? Zu hibbelig, zu fusselig, zu... Ich mache zu viel mit meinen Armen und dann geht mir das halt auf die Nerven. Schade eigentlich, weil das wirklich wunderschön ist. Hier haben wir dann ja 3 Coins und hier hinten sind dann nochmal 2. Schade, ne? Das hätte mir echt sehr, sehr gut gefallen. Gut, für euch ist es jetzt nicht schade, weil ich sowas dann einfach verlose, ne? Also wenn ich solche Produkte dann ja nicht behalte, verlose ich die oder ich verschenke die in der Familie mal oder so, ne? Da finde ich immer irgendwie eine Möglichkeit, es an jemanden zu geben, der oder die sich halt darüber freut. Deswegen. Aber auf jeden Fall sehr passend. Habe ich das Licht an? Ja. Ich denke mal, ich habe das Licht nicht an. So, was wurde denn noch gespoilert? Okay, wir hatten ein Spray, was gespoilert worden ist, von Sassy. Das ist ein Hydrating Fixing Spray mit Rosenblütenextrakt. Das finde ich schon wieder schön. Spendet Feuchtigkeit und ist revitalisierend. Oh, guck mal, sogar ein Fixing Spray. Das heißt, ich könnte das sogar in meinen Full Face Beauty Boxen mit aufnehmen. Das ist ein Videoformat, was ich immer so zum Ende des Monats drehe. Und da packe ich dann immer alle dekorativen Kosmetikprodukte rein, die dann im Laufe des Monats durch Boxen zu mir gekommen sind. Also ich packe sehr viele Boxen aus. Falls du Bock darauf hast, mehr davon zu sehen, klick gerne hier vorne auf den Abo-Button. Ich würde mich mega freuen, denn super viele, also ein bisschen weniger als die Hälfte tatsächlich meiner Zuschauer, ich habe mich gar nicht abonniert und das ist sehr, sehr traurig, denn ich würde mich mega freuen, wenn die Community ein bisschen wachsen würde und wir vielleicht, keine Ahnung, bis Weihnachten oder so die 25.000 knacken würden. Wäre richtig cool. Okay, hier habe ich auf jeden Fall Sassy Beauty und das ist halt immer so super witzig eingepackt. Wir haben jetzt in dieser Geschichte InStyleBox oder auch in den Adventskalendern hatten wir das auch drin gehabt, ne? Weil InStyleBox, PinkBox, BrigitteBox, die gehören alle zur Meta-Crew, die gehören alle zusammen. Und ja, genau, richtet sich aber an unterschiedliche Zielgruppen und so, ne? Und ja, hier haben wir auf jeden Fall öfters mal diese Marke drin gehabt. Und die fühlt sich sehr hochwertig an. Ich muss nur wirklich sagen,
dass ich irgendwie nicht auf deren Homepage komme und deswegen echt immer ein kleines Problem habe, auch die Preise herauszufinden. Ich schaue mal, ob ich da irgendwie dran komme. So, hier haben wir wirklich eine Glasflasche. Es ist wirklich schwer. 100 Milliliter haben wir hier drin und das ist wirklich ein cooles Produkt. Hat man gerne in der Beautybox drin, ne? Weil das macht für mich auf jeden Fall Sinn. Wie gesagt, das kommt ins Fullface Beautybox und da werden wir das dann nochmal eingehen, testen. Jetzt gerade, ne, habe ich nichts zum Fixieren im Gesicht, außer meinen Lippenpflegegedönsen, den ich eben mir drauf gemacht habe. Also macht das nicht so viel Sinn. Aber allein die Verpackung ist schon witzig. Ich hatte letztens auch noch eine Creme in der Hand, ein Puder, weil ich habe hier ausräumen müssen, meine Schränke. Oh mein Gott, ich bin immer noch jedes Mal, wenn ich meinen Freund hochschicke mit den Kisten, die ich dann gepackt habe, ne, bin ich immer wieder schockiert, wie viel einfach in diesem Raum drin ist. Wie viel Zeug. Krass. So, dann wurde hier noch von einem Kylie Lip Kit gesprochen. Das fussel ich jetzt hier auch mal raus. Das ist von Kylie Jenner. Das sind ja diese mega gehypten Liquid Lipsticks, die ja quasi Liquid Lipsticks überhaupt auf dem Markt so bekannt und beliebt gemacht haben. Und das wurde jetzt alles reformuliert. Ich denke auch, dass wir hier eine reformulierte Geschichte dann drin haben werden. Einmal 3 Milliliter für den Liquid Lipstick und 1,1 Gramm für den Lip Liner, genau. In der Farbe 808 Kylie Matt. So schaut das Geschichtlein aus und ich finde es halt schön, wenn man das so als Duo hat, ne? Weil dann ist es wirklich aufeinander abgestimmt und kleine ne, Verratungsgeschichte hier mal nebendran. Ich habe noch nie von Kylie Jenner ein Original Liquid Lipstick in den Händen gehalten und diese Farbe finde ich ja abnormal schön, ne? Das würde jetzt total merkwürdig aussehen, wenn ich ungeschminkt das jetzt drauf mache. Also ich habe keine Base, kein Augen-Make-up oder so. Und wenn ich mir dann so ein Liquid Lipstick drauf mache, ist es halt echt verrückt. Das werde ich auf jeden Fall im Full Face Beauty Boxen verwenden. Ich muss nur kurz mal gucken. Ja, das ist natürlich witzig. Guck mal. Denn der Liquid Lipstick hat eine ganz andere Farbe als der Lip Liner. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das 1:1 die gleiche Farbe ist. Ist es aber gar nicht. Das ist ja aufregend, ne? 808 Kylie, das ist auch 808 Kylie. Also wusste ich nicht, dass es so verrückt aufeinander abgestimmt ist, aber ich freue mich richtig drüber. Also für mich ist es das Highlight-Produkt überhaupt, weil so oft habe ich dann so, während ich bei Douglas geguckt habe und mir eine neue Bestellung machen wollte und so, mit mir gehadert, ob ich mir jetzt das Lip Kit hole, ob ich mir den Liquid Lipstick mal anschaue und so, ne? Aber eigentlich mag ich keine Liquid Lipsticks, aber jetzt habe ich das hier und das freut mich total. Ich finde es cool. Wird ausprobiert, ne? Ja, voll geil. So, alles andere, was jetzt hier drin ist, ist dann also jetzt noch nicht gespoilert worden. Wir fangen mal mit diesem wunderschönen Täschchen an, Sunshine and Good Vibes. Also für mich ist es jetzt, also es wird sicherlich irgendwie bepreist sein oder so oder ne, einen Wert haben. Alles im Leben hat einen Wert, ist klar. Ist für mich aber eigentlich kein Produkt in dem Sinne, weil sowas bekommst du eigentlich für Ume mit dabei, wenn du, keine Ahnung, bei Douglas irgendwie so eine Goodie-Bag-Code-Geschichte mit bei hast oder wenn du kriegst du ständig für Ume mit dabei. Ne? Egal. Aber gut, es ist jetzt hier so mit drin, keine Ahnung, 2 Euro wert oder was das, ne? Aber es ist praktisch jetzt zum Verreisen und so, da kannst du halt deine Flüssigkeiten reinpacken, wenn du das zum Beispiel im Handgepäck drin hast und so, dass man das dann direkt am Flughafen sehen kann. Das ist auf jeden Fall cool, aber an und für sich, ne? Ja, finde ich jetzt nicht so bombastisch. Nein. Dann habe ich hier noch was mit drin. Das finde ich eigentlich cool. Und zwar ist es von Pasa Beauty. Da haben wir auch schon öfters mal eine Bürste und sowas drin gehabt. Und Haarprodukte halt. I'm not perfect, but my nails are. Geht so. Umzug, Renovierung, ihr wisst Bescheid. Die sehen bei mir gerade echt nicht so optimal aus. Eine Nagelschere gebogen. Nagelscheren finde ich klasse. Perfekt manikürte Nägel. Ja, fein, jo. Also ich finde es cool. Pasa Beauty ist auch gar nicht so super teuer, habe ich jetzt auch mittlerweile herausgefunden. Aber die haben sehr, sehr interessante Produkte. Die Spitze hier ist wirklich spitz oben. Muss ich mir nochmal genauer angucken, ob die dann meine aktuelle Nagelschere ablösen wird oder nicht. Weil ich habe eigentlich eine echt gute. Muss ich mal schauen. Aber cool, ne?
Das finde ich wirklich praktisch. Dann habe ich hier ein festes Shampoo drin. An und für sich finde ich das gut, aber leider, schade Schokolade, meine Kopfhaut kommt mit sowas nicht klar und meine Haare halt auch nicht. Meine Haare sagen, nee, komm, Claudinchen, gib mir Silikone, mag ich gerne leiden. Und meine Kopfhaut wird von sowas leider super trocken, deswegen wird es weiter wandern. Das ist von Naturebox mit kaltgepresstem Granatapfelöl. Color, festes Shampoo für strahlenden Farbglanz, ne? Ja. Und da sind 85 Gramm in so einem Ding drin. Und meistens ist das quasi genauso ergiebig wie 2 Flaschen Shampoo oder so. Genau, steht hier auch drauf, ne? 2 herkömmliche Shampoo-Flaschen ersetzt das quasi. Riecht wirklich angenehm. Also ich mag den Duft, aber wie gesagt, das ist halt nicht wirklich was für mich gemacht, ne? Passt natürlich jetzt auch zum Sommer, zum Verreisen und so. Weil wenn du verreist, ich habe es glaube ich schon mal in einem Video gesagt, und dann so Rucksacktourismus machst oder so, dann hast du ja keinen wirklichen Koffer, den du aufgibst, sondern du hast einfach deinen Rucksack immer mit dabei und da achtest du dann oder möchtest du nicht unbedingt darauf achten, dass du irgendwelche Flüssigkeiten im Handgepäck hast, da kommt sowas richtig, richtig gut. Und dann gibt es mittlerweile ja Shampoo und Duschgel und was nicht alle, Serum, alles mögliche in fester Form und das finde ich wirklich gut. Ja. Aber halt nichts für mich. Aber ist nicht schlimm, ne? Ist ja die Insta-Box und nicht die explizite Claudi-Box. Dann habe ich hier was, was als Food quasi durchgehen würde. Und zwar ja, sind das einfach hier so Kaugummis. Finde ich gut. Plastikfreie Kaugummi, biologisch abbaubar. Das ist einmal mit Minze und einmal mit Pfefferminz. Jeweils 21 Gramm. Und das finde ich auch ganz cool. Ist ohne, wie war das noch? Ohne Plastik, ne? Weil du normalerweise in Kaugummis auch Plastik oder Mikroplastik drin hast. Und ja, das ist halt ohne, ist umweltschonender und das finde ich cool. Also sowas nur habe ich gerne bei mir im Auto. Und ja, hatte ich heute, als ich tatsächlich ein bisschen unterwegs war, auch genommen. Ja. Oh wow, wie kryptisch kann man reden? Ja, finde ich gut. Kaugummis mag ich gerne leiden. Ich habe einen sehr hohen Kaugummiverbrauch, weil ich ja durch die Schwangerschaft mit Rauchen aufgehört habe und so, ne? Und dementsprechend immer irgendwas im Mund haben muss. Sei es was zu trinken, sei es ein Kaugummi, sei es ein Snickers. So ist das alle, ne? Jo, und wenn man dann irgendwie doch ein bisschen Müffeli im Mund hat, dann gibt es hier noch eine Zahnpasta. Zahnpasten in Beautyboxen ist meiner Meinung nach einfach nicht so geil. Nee, gehört da nicht rein. Ne? Ich weiß, viele freuen sich darüber, aber meins ist es so gar nicht. Gerade die hier habe ich auch schon mal gehabt. Kokosgeschmack ist auch nicht unbedingt meins zum Zähneputzen. Ja, super Koko-Zahnpasta von Happy Brush. Herzlichen Glückwunsch. 75 Milliliter sind hier drin, aber ja, nee, ne, freue ich mich jetzt wirklich gar nicht drüber. Ich habe so meine Lieblingszahnpasta, die mir dann halt auch von meiner Zahnarzthelferin des Vertrauens empfohlen worden ist. Und da bin ich halt auch, also bei Zahnpasta, das ist, geht für mich zu sehr in den medizinischen Bereich. Also alles, was auch mit Zähnen zu tun hat, da werdet ihr von mir auch keine Werbung zu sehen und so, auch wenn man da ständig Anfragen bekommt, ohne Witz, als Content Creator. Die besagten Firmen, also die sehr bekannten Firmen, haben mich auch schon angeschrieben. Und da habe ich auch gesagt, Leute, ich habe gerade Zähne, Leute, ich habe weiße Zähne, alles ist gut, ich brauche eure Produkte nicht. Und dann wurde gesagt, ja, aber vielleicht eine Community. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie soll ich die Produkte denn promoten? Ne? Was soll ich denn dazu erzählen? Ich kann ja keinen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Sollte ich Fotos faken? Weißt du Bescheid, ne? Ja, dementsprechend, ja, schön, aber nee. Ist nicht so in meinem, ne? Nee, mag ich nicht so. Okay, dann habe ich hier von Freiöl etwas mit drin. Ja, das ist ein Produkt, also eine Marke, die sehr, 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 sehr viel gerade aktuell bei mir im Badezimmer natürlich auch steht. So Babyöl und so ein Kram, ne? Also Bauchöl, Mamaöl. Und hier haben wir Gesichtsöl für Glättung und Feuchtigkeit, trockene und sensible Haut. Die habe ich, das kann ich gut gebrauchen. Mit Haferöl, Jojobaöl. Bisabolol, Himbeerextrakt, sehr schön, 30 Milliliter sind hier drin. Und sowas würde ich jetzt persönlich einfach abends verwenden, bevor ich meine generelle Feuchtigkeitscreme auftrage. Und hier hast du keinen Alkohol drin, keine Farbstoffe, keine Konservierungsmittel, keine Mineralöle, keine PEGs oder PEG-Derivate und keine Silikone. Hört sich für mich echt gut an und deswegen eine schöne Geschichte, die man sich echt mal so ins Badezimmer stellen kann. Bestimmt sieht das auch voll schön aus. Mit Beipackzettel. Ah, Hartplastik auf jeden Fall. Pipette. Sieht schick aus, ne? Wirklich schick.
Hallöchen, Pupöchen. Ja, doch, mag ich leiden. Wird auf jeden Fall dann zu meinen Gesichtsseren kommen und dann bei Zeiten zum Einsatz genommen werden. Mag ich. So, und dann habe ich hier noch zwei Sachen drin. Eins, zwei Produkte. Jo. Einmal ist es von Q&A, ein Koffein-Augenserum. Sowas mag ich. 15 ml haben wir hier drin. Q&A müsstet ihr auch bei Purish bekommen. Aber ich glaube, aktuell gilt Claudis Welt 15, also mein Affiliate-Rabattcode, nicht auf Q&A-Produkte. Ja, aber schaut da gerne mal vorbei, trotzdem bei Purish. Ich würde mich mega freuen. Wie wirkt Koffein? Hilft Schwellungen zu reduzieren, gleicht den Hautton um die Augen an und hält Augenringe auf. Ja, finde ich klasse, ne? Also ich benutze auch aktuell von Beauty Mates den Koffein Wake Up Booster im ganzen Gesicht. Den kann man sich natürlich auch morgens gezielt unter den Augen auftragen. Mega cooles Produkt. Auch das kann ich euch wärmstens empfehlen. Da müsste Claudi 30 der Code sein, der euch 30% Rabatt gibt. Auch das ist ein Affiliated Code. Schaut einfach mal, was ihr am ansprechendsten für euch findet. Ich habe ja meine Pflege so weit gefunden, die mir auch zusagt, ne? Ja, und da haben wir einfach ein Tübchen. Sowas mag ich auch gerne leiden. Das kannst du dir dann nämlich immer schön so unter die Augen so direkt aufgeben und dann so eintapern. Mag ich gerne leiden. Doch, ne? Finde ich cool. Meine Herren, da haben wir echt schon gute Produkte. Und jetzt kommt das Letzte. Und zwar von Keys. Das ist von Alicia Keys. Dieses Soul Care, ne? Die eigene Marke von ihr. 5 ml ist eher eine Probe. Let Me Glow Illuminating Serum haben wir hier drin. Und ja, ein veganes, tierversuchsfreies Produkt. Das müsste man auch bei Douglas bekommen. Kommt mir nämlich bekannt vor, dass ich das gegebenenfalls schon mal in dem Douglas Adventskalender mit drin hatte. Ne? Golden Aura. Eine goldene Aura willst du mir machen? Okay. Illuminating Serum. Ja. Ne? So schaut das aus. Läuft. Weiß jetzt nicht, warum das hier extra eine Farbbezeichnung hat. Okay, wenn das jetzt hier nämlich gestanden hätte, dass man das vielleicht als Primer verwenden könnte. Doch, or under Make-up. Guck mal, dann nehme ich das nämlich auch ins Fullface Beauty Boxen und verwende das einfach mal als Primer. Wie wär's? Ich find's cool. Ja, ich mag nämlich Illuminating Primer Geschichten. Probieren wir mal zusammen aus, Leute. Jo, so, das war jetzt die InStyle-Box. Die wollte uns jetzt also so ein bisschen Sommerfeeling verschaffen. Also, sie macht uns auf jeden Fall wach, macht uns sauber, macht uns schön an der Hand mit Schmuck, macht uns schöne Fingernägel. Ich finde auch ehrlich gesagt cooler, dass wir eine Nagelschere drin haben, als wenn wir jetzt irgendwie Nagellack drin hätten. Bin ich ehrlich? Lippen macht das schön, aber auf eine sehr neutrale Art und Weise. Ich finde es schon cool, was jetzt in der Box drin ist, weil das wirklich eine wirklich bunte Mischung ist. Highlight wäre meiner Meinung nach dann tatsächlich das Armband gewesen. Hätte ich jetzt noch cooler gefunden, wenn das gegebenenfalls eine Kette gewesen wäre. Ich kann mal gucken, ob es Alternativprodukte gegeben hätte. Ja, also man hätte alternativ auch tatsächlich die Kette drin haben können. Entweder die Kette oder das Armband, ne? Da dumm. Auch wenn es die Kette gewesen wäre, ich hätte es wirklich sehr, sehr, sehr gefeiert, weil ich das echt schön finde. Das ist halt diese klassische Plättchenkette, nur halt dann nochmal mit diesem Muschelgedönsen drauf, ne? Ja, ansonsten Fixing Spray am Start, Augencreme am Start, Zahnpasta. Ja gut, drücken wir mal ein Äuglein zu, ne? Kaugummi finde ich auch klasse. Kann man sich nicht beschweren. Jo, ne? Also schon eine schöne Box. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne austauschen. Und das war es dann auch von mir. Ja, das letzte Video in diesem Raum. Unglaublich, ne? Ja, crazy. Ihr werdet noch, was weiß ich, 5 Videos sehen, die ich weiterhin in diesem Raum gedreht habe. Aber für mich ist es faktisch so. Hier ist alles leer. Das ist unglaublich. Okay, ihr Lieben, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Ich habe Hunger, scheinbar. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!